Das ist das Zwischenergebnis. Ich bin noch nicht fertig. Das hat nicht so ganz geklappt, wie ich das wollte. Oh mein Gott. Das ist so ein Unikat. Hallo, Kali Crew. Und willkommen zum zweiten Teil unseres DIY Battles. Heute entscheidet sich, wer von uns beiden das Upcycling DIY gewinnt. Letzte Woche war ich ja dran und ich habe aus CDs einen Mosaiktisch gezaubert, der einfach so geil wurde, dass ich mir nicht vorstellen kann, was heute dieses DIY betreffen sollte. Ja, das finden wir aber gleich noch raus. Ich meine, die Gewinnerin steht ja eigentlich schon fest. Ich habe mir die Krone gemobst. Ich hoffe, dass ich sie am Ende des Videos wieder tragen darf. Ihr entscheidet schlussendlich in den Kommentaren mit dem Hashtag Team Cassie oder Team Raffi. Um abstimmen zu können, müsst ihr aber natürlich zuerst das andere Video gesehen haben. Damit ihr wisst, wie geil das war. Und dann hier kommentieren eben, wer von uns beiden gewonnen hat. Aber jetzt würde ich sagen, legen wir los, schnacken wir nicht weiter drum rum. Wir schauen uns mal an, wie Raffi ein nicht so geiles DIY wie meins zaubert. Ich glaube, du hast schon Angst. Ja, ich muss zugeben, ich habe echt ein bisschen Angst. Aber ich wünsche dir einen fairen Kampf, viel Erfolg, Hals- und Beinbruch. Au! Aus. Bist du doof? Los geht's. Was ich heute absage, weiß ich noch nicht. Das entscheidet wie letztes Mal auch wieder das Los. Also. Wir haben uns gegenseitig 5 Begriffe oder Materialien, Objekte aufgeschrieben, die jetzt abgezeigt werden müssen. Bei dir waren es CDs. Und bei dir ist es. Eine Gitarre. Ich glaube, ich weiß schon was. Echt? Ja. Jetzt brauche ich natürlich erstmal eine Gitarre, was mich mega ärgert. Ich hatte früher mal eine, auch nie benutzt, dann einfach mal wahrscheinlich entsorgt. Echt? Sperrmüll. Oh nein, das wäre jetzt richtig perfekt, wenn wir einfach zu deinen Eltern fahren, die holen können. Nee, die haben wir nicht mehr, das war schon ewig her. Also Reminder, Sachen aufbewahren für coole DIYs. Oder einfach mal verkaufen können, ich hätte die verkaufen können. Genau, und deswegen habe ich auch mal auf eBay Kleinanzeigen geschaut. Ich habe jetzt mal ganz in der Nähe schon 3 Gitarren gefunden, habe ich alle angeschrieben. Mal schauen, ob sich jemand meldet bei mir. Ja, hoffentlich in der Zeit auch, ne? Da hast du ein bisschen Druck hier. Am besten wie jetzt, eigentlich sofort. Genau, aber in der Zwischenzeit müssen wir mal in den Baumarkt. Ja, brauchst du ein paar Sachen? Ja, auf jeden Fall. Okay, let's go. We're stuck at red lights. This glass is cutting my neck and nothing feels right. Baby, let's walk up the edge. Little lady, we need a miracle or I'm planning our funeral. There ain't nothing left, there ain't nothing left. I got the windows down. Oh, 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 oh. Nicht so, als wären wir schon mal fürs Film aus dem Baumarkt geflogen. Aus dem gleichen Obi. Es ist komisch zu sagen, aber der Baumarkt ist für mich so ein richtiger Happy Place, Safe Place. Ich fühle mich da einfach so wohl, auch wenn ich jetzt die Sachen gar nicht kenne, was du da zum Teil gekauft hast. Aber ich liebe es einfach, da durchzustöbern. Ja, ist komisch, aber egal. Ich habe gerade im Baumarkt die Zusage für meine Gitarre bekommen. Und wir stehen jetzt schon vor dem Haus und ich kann das Ding jetzt gleich abholen. Bin gespannt, ob sie noch ganz ist. Ja, ich habe es waren nur 2 schlechte Bilder drin, aber egal, sie muss ja nicht neu sein. Muss ja geupcycelt werden im Endeffekt. Bis gleich. Let's go. Ich bin richtig gespannt, wie das DIY gleich meistern wird, weil ich habe ja schon ein paar komische Begriffe wie Hausschlappen oder so jetzt auf die Zettel geschrieben, aber er hat genau das gezogen, was, glaube ich, bestens zu ihm passt. Er hat schon seit Monaten, vielleicht schon Jahren, so ein DIY, was er die ganze Zeit machen will. Und ich habe ihm gesagt, es passt irgendwie für mich in kein Video von mir rein, aber Gitarre, jetzt in seinem eigenen Video kann er machen, was er will. Und es hat er genau das gezogen, deswegen glaube ich, dass es ihm übelst Spaß machen wird und bin sehr gespannt, wie es am Ende rauskommt. So sehen Sieger aus. Schade. Ja, spiel mir mal was. Ich kann leider gar nichts. Ey, ich dachte, du hattest meine Gitarre. Was glaubst du, warum meine Gitarre wegwirft? Ist die neu? Sieht richtig gut aus noch, ja? Dann nagelneu. Ja, die Frau hat gemeint, das Kind spielt das einfach nicht. Noch so einer wie du? Die kommt mir ein bisschen klein vor, oder? Ist das eine Kindergitarre? Also ich kenne mich jetzt auch nicht aus, aber ja. So ein bisschen größer als eine Ukulele. Na, ja, Mann! Aber was mache ich denn eigentlich aus der Gitarre? Ich mache daraus ein richtig geiles Dekoregal. Ich zeige euch mal, was ich jetzt am Baumarkt gekauft habe dafür. Das erste Mal habe ich jetzt einen Aufsatz für die Säge gekauft, damit ich auch die Gitarre gleich aufbekomme. Dann schwarz-matter Spraypaint, weil die rote Farbe geht eigentlich gar nicht. Holz für die Regalböden und für die indirekte Beleuchtung 2 solche Lichter. Okay, was ist der erste Schritt? Ja, zuerst muss jetzt hier das ganze gelbe Stück eigentlich raus. Einfach raussägen oder was? Ich säge es jetzt einfach raus. Schon mal vorbereitet. Eventuell brauche ich gleich einen Staubsauger. Woke up one morning and kinda felt unwell. Took my morning coffee. Da ich jetzt hier so einen Schutzaufsatz drauf habe, kommt man leider nicht so gut ran. Aber ist natürlich sicherer und einem fliegt nichts ins Auge. Jetzt muss ich nur mal schauen, an ein paar Stücken hängt es noch, aber ich habe es eigentlich schon einmal rundherum gesaugt. Gesaugt. Sekt. Oh mein Gott, it's coming! Aber that's it. That's it. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe im Inneren einer Gitarre, aber mehr als Holz oder Leder. Kleine Mäusefamilie. Jetzt verraten wir mal, wie du daraus das Gewinner-DIY machen willst. Da kommt ein Nagel rein.
Hänge ich so hin und fertig. Ach so, ja, jetzt sehe ich es auch. War gut. Ich versuche noch das Stück hier noch zu lösen. Das müsste eigentlich auch noch angeklebt sein. Oh ne, sogar geschraubt. Ein bisschen Gewalt probieren, oder? Sehr gut. Oh mein Gott, das sieht so schlimm aus. Ins Auge bekommen. Knapp vorbei. Ich weiß, es ist so eine mega schlechte Eigenschaft an mir, aber wenn ich sehe, dass irgendwie Freund oder Freundin von mir zum Beispiel, keine Ahnung, hinfällt oder so, wie du jetzt gerade mit dem Sägemehl ins Gesicht, ich bin dann die Person, die lacht. Und Kamera drauf fällt. Und die Kamera drauf fällt. Ich weiß, es ist gar nicht gut, aber ich finde sowas so schlimm. Andere Leute wahrscheinlich so, oh nein, und ich. So, letzter Schritt wird sein, diese gelbe Überrest hier wegzufräsen. Aber da das wahrscheinlich ziemlich langweilig wird und noch ein bisschen länger dauern wird, seht ihr gleich, ob es geklappt hat. In 3, 2, 1. So sieht das gute Stück jetzt aus, aber wo gehobelt wird, fallen Späne. Es war echt eine Sauerei. Roll the clip. Hier ist alles so schön abgeschliffen, kein Gelb mehr. Ja, vielleicht machen wir es besser draußen. Ja, und vielleicht ziehst du dich jetzt nochmal um. Nein, nicht in meinem Zimmer! What's next? Ich möchte jetzt noch hier Regalböden reinziehen. Ich weiß nicht genau, ob ein oder zwei. Man kann auf einmal, was du auch reinmachen willst, oder? Ja. Ein Bild von mir in der Größe oder ein bisschen kleiner. Willst du Happy Me reinstellen? Wahrscheinlich 3 kleine Bilder von dir. Echt? Noch eins von Meile. Der Boden hier bietet es eigentlich perfekt an, um nochmal einen draufzusetzen. Ich habe es gerade schon mal ausgemessen und da säge ich jetzt hier ein Stück aus dem Holz nochmal raus. We're stuck at red lights, this glass is cutting my neck and nothing feels right. Baby, let's walk up the edge, little lady, we need a miracle or I'm playing. Schau mal, ob das Ding reinpasst, hä? Bisschen Heißkleber. Als hättest du es ausgemessen, oder? Könnte gerade meinen, ich hätte es ausgemessen. Raphael, ich übergebe dich hiermit meinen besten Freund, den Heißkleber. Du musst ihn mit Ehre und mit Liebe behandeln, okay? Mach ich, ja. Wir kriegen nicht viele. Aber dir leih ich ihn aus für dieses mega geile DIY, was nicht so gut ist wie mein. Gut aufgewärmtes Ding. Hast du eigentlich auch so ein Lieblingswerkzeug? Bisschen ablenken. Messer. Messer? Ja. Dürfte relativ schnell halten, oder? Ja. Kurz andrücken noch vielleicht. Lass den Bizeps spielen. Guck mal, wie geil ist Heißkleber, oder? Und wie geil ist dein DIY? Schön, okay, wie geht's weiter? Ich glaube, ich muss hier am Rand noch ein bisschen reinfüllen, oder? Und, ja. Hat er nicht genug Tragkraft? Das Motto ist immer, mehr ist mehr. Schön reinpumpen. Deine Freund ist leer. Oh nein. Aber was mit meinem Heißkleber? Was machst du jetzt? Ich schraube hier oben noch die Dinger ab, damit ich es nachher mit der Farbe ansprayen kann und jetzt nichts abkleben muss. Ich finde es auch gut, dass wir so richtiges Gitarrenfachjargon benutzen. Diese Teile hier meine wieder. Zum Seitenspannen. Stimmen, oder? Spannen und stimmen. Alles klar. Ich glaube, das ist mein Lieblingswerkzeug, glaube ich. Ja? Wie nennen wir es? Einen kleinen Boaku? Ein Schrauber, ja. Ein Schrauber. Jawoll. Kommentiert mal euer Lieblingswerkzeug in den Kommentaren. Genau, jetzt hier nämlich alles nackt, damit ich es jetzt gleich schön abkleben kann und dann ansprayen. Und ich glaube, das ist der perfekte Moment für einen richtig nicen Klebe-ASMR-Part. Das Innere möchte ich jetzt in der Holzfarbe belassen. Und da hatte ich jetzt eine gute Idee. Und zwar das Ding nochmal zum Einsatz. Zum Glück hast du es noch nicht weggeworfen. Das ist jetzt die perfekte Abdeckung einfach. Genius. Das auch noch? Auch noch rein. Boah, geil. Als wäre nie was gewesen, oder? Wie vorher, jetzt stellst du es auf eBay Kleinanzeigen. Leichte Gebrauchsspuren. So, mal schwarz, meine Lieblingsfarbe. Sieht schon geil aus, oder? Boah, das ist so satisfying. Das ist fast so geil wie Heißkleber. Oh Mann, der arme Teppich, ich hoffe, der bekommt nichts ab, weil gefühlt alles in unserem Haus irgendwo so ein bisschen Kleber, Epoxidharz oder Spraypaint an sich hat. Die Kameralinse, da ist ziemlich viel Acrylfarbe drauf. Oder hier auf unserem Gartenmöbel ist überall weißes Spraypaint drauf. Ich müsste mir auch mal einfach eine größere Unterlage kaufen. Das ist halt auch wirklich so einfach beschämend, oder? Ja, das ist traurig. So ein Bastelpapier darunter. Farbe ist getrocknet, aber bevor wir das Ganze enthüllen, gibt es noch die Videofrage. Genau, die kommt heute von CS8784. Sie oder er wollte wissen, was hältst du von Sternzeichen und so, also glaubst du da dran? Ich glaube, es gibt nichts, was mir ferner liegt als Sternzeichen. Du glaubst gar nicht dran, 0,0, gell? 0,0. Irgendwie denke ich mir,
Manchmal schon, es wäre so cool, wenn es wirklich irgendwie eine Aussage hätte, aber dann auch wieder nicht, weil ich bin ein Zwilling und ich habe es schon öfter mal gegoogelt und Zwilling ist laut Google das meistgehasste Sternzeichen, weil die Leute, die Zwilling sind, anscheinend so unsympathisch sind. Oh, ja. Deswegen will ich nicht dran glauben, aber ich finde es an sich ein voll interessantes Thema. Aber bin ich so schlimm? Manchmal. Auf jeden Fall, eine Sache, wo ihr euer Sternzeichen eintragen könnt, ist... Das ist ja mein Freundebuch, weil es jetzt rauskam. Das gibt es ab dem Zeitpunkt, wo ihr das Video seht, auch bei uns, unterschrieben im Shop. Ansonsten auch auf Amazon, Buchhandlungen, Thalia Hugendubbel und so. Und hier innen drin, genau, hat zum Beispiel schon Tami reingeschrieben. Mit einem Polaroid reingeklebt und alles ausgefüllt. Ich muss auch noch. Ja, du darfst dann nach dem Video. Tami ist übrigens Schütze. Ich bin Löwe, aber es bedeutet nichts. Und ich bin Zwilling und eigentlich eine voll nette Person. Wirklich. Aber wie sieht es bei euch aus? Glaubt ihr ein Sternzeichen? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin super gespannt, was die Mehrheit von euch sagt. Nicht sauber gearbeitet. Ich muss nochmal am Edding ran. Das gibt natürlich Minusabzug in der Bewertung, ne? Hier unsauberes Arbeiten. Ist noch nicht fertig. Also, das hat auf jeden Fall richtig gut funktioniert. Hinten drauf einfach rot gelassen. Schmuddelarbeit. Hinten wird an die Wand gehangen, sieht man nicht. Ja, aber es sieht witzig aus. Es hält. Und wie geil sieht's aus? Ja, das sieht schon besser aus. Ja, ich habe jetzt gerade noch die Seiten hier wieder reingespannt und die unten angeklebt. Das sieht richtig gut aus. Oder? Kann man die noch spielen? Mega, oder? Zweiter ins Regal und noch eine funktionierende Gitarre. Kommt noch der letzte Schritt. Und zwar kommt hier die Lampe rein. Da habe ich das Metallblättchen oben angeklebt. Ist magnetisch. Okay, das ist schon Killer. Das ist gut, oder? Hammer! Ich muss sagen, es sieht wirklich gut aus. Ich habe es am Anfang nicht erwartet, aber es sieht schon richtig stylisch aus. Und eigentlich könntest du es jetzt wieder auf eBay anbieten, nur für 200 Euro. Stimmt nicht, nee. Das ist noch teurer als Kunst. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich finde, ich habe gewonnen, weil ich halt aus meinen CDs was komplett Neues gemacht habe. Also deins ist immer noch eine Gitarre und dass meins mal CDs waren, das kann man ja gar nicht mehr sehen. Deswegen finde ich meins viel kreativer. Meins war früher ein Musikinstrument und jetzt ist es ein Dekostück. Und Regal. Okay, die Antwort war auch gut. Naja, ich glaube, ihr müsst entscheiden. Wir werden uns nicht einig. Bitte lasst mir die Krone. Ich finde, die stehen mir viel besser. Ja, schreibt in die Kommentare Hashtag Team Cassie oder Team Raffi, je nachdem, wem ihr den Sieg eher gönnen würdet, wer es besser gemacht hat. Ich bin sehr gespannt. Jedes Kommentar zählt, also haut in die Tasten. Und vergesst natürlich auch nicht, dieses Emoji reinzuschreiben, damit wir wissen, ihr habt bis zum Ende geschaut, was uns echt freut. Ja. Wir hoffen, euch haben diese zwei Videos genauso viel Spaß gemacht wie uns. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, falls ihr mehr davon wollt. Und natürlich nicht vergessen zu abonnieren, denn im nächsten Video sehen wir uns wieder. Und bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao, ciao.